Samus, do the robotic dance. I am Mr. Robotic, Mrs. Robotic. So, willkommen zurück, Freunde. Ja, ich weiß jetzt endlich, wie es weitergeht. Ja, hier ist ja dann auch gar nichts mehr, voll übel. Alles bloß hier die kleine Passage, um das mystische, unbekannte Artefakt zu bekommen. Ja, es wird aber nicht lange unbekannt bleiben, weil... Ach, ihr werdet alles schon sehen. So. So, das Ding kann ich auch aufmachen. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann hier lang. Oh mein Gott, komische Käfer. Mann, aus dem Weg, ihr blöden Dinger! Zurück in euer Utop, Alter! So, bam, bam, bam. Kann ruhig mal schön Munition hier verschwenden. Ich finde nachher sowieso wieder irgendwelche Shoso-Statuen, die mich komplett auffüllen. Ein ganz schön langer Gang hier, wa? Meine Fresse. Und auf der Karte sieht man schon, unter uns ist Quaid. Oh, so ein Zufall, dass wir hier nochmal abspeichern können. Einfach... Speichern abgeschmüdelt. Gut. So, dann ist hier natürlich wieder... Aber hier muss ich, glaube ich, noch nicht lang. Muss ich erst hier mal gucken. So, ich weiß auch nicht. Ach, hier war, glaube ich, bloß, dass man sich hier schön heilen kann. Und was war hier? Wow, hier ist gar nichts. Nee, doch. Dann muss es hier auch noch. Einfach bloß ein Verbindungsraum. Ach so, ja, ach so, ja, wo ich da nicht lang gekommen bin. Gut. Abgeklärt, Karte soweit komplett. Hui. Na, rein da mit dir, Stup. Boom, boom. So, kaputt gemacht. Ich sollte vielleicht meinen Raketenvorrat wirklich mal ein bisschen aufstocken. Energie brauche ich nicht, ich brauche Raketen. Danke, ihr Trottel. Ach komm, das reicht, Mann. Quaid ist noch eine Lusche. Ist Quaid eine Lusche? Na klar, ist das eine Lusche. Den machen wir fertig. Wow. Speedbuster brauchen wir da. Aua. Aua. Achso, stimmt, der will die Teile abkratzen lassen, die noch ihre Augen fallen und die schaden mir denn. Miese kleine Verräter. So, was sagt die Karte? Okay, hier bin ich schon mal falsch, sagt mir die Karte. Oder? Ja, sowas von falsch. Fast wäre ich da runtergefallen. Aua. Oh, das ist fies. Mann, stirb doch mal! So, gib mir wenigstens Raketenmuni. So, ich will jetzt nicht hier Schaden nehmen, bevor es hier zum großen Showdown geht. Ach man, halt. Halt, 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 halt. Genau, genau, genau. Ich hab doch da jetzt den Weg da frei. Genau, ching, ching. Höp. Ah, geile Sache. Oh mein Gott, Freunde. Hallo. Er wollte gerade schießen. Ne, Moment mal, kann ich einfach so reinballern? Oh, tatsächlich. Ich dachte, das... Ach, das habe ich bestimmt mit einem anderen Metroid-Spiel verwechselt. Okay, Freunde! Oh mein Gott! Du fettes Schwein! Das sieht aus wie eine Fusion aus Tenshinhan und Shenlong irgendwie, ganz komisch. So, die Strategie bei diesem dicken Gegner ist, man schießt ihn erstmal voll ins Auge und dann in seinen Mund rein, wenn er seinen Mund so schön aufmacht. Nicht wahr? Oh, fuck, Alter! Ah. Was ist denn mit dir? Wow, Kralle! Batz, 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 batz! Wow, 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 wow. Okay, hopp. Mund auf und... Oh, geht ja gar nicht, welche Hänge. Oh, Fieser muss also echt immer so scheiße springen. Boom, boom, boom. Guckt euch seine Farbe an. Der verändert seine Farbe. Batz. 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 Oh, fuck. Ja. Ja, komm da noch näher. Alter. Und ich habe gedacht, nur Staubsaugervertreter wären so aufdringlich. Mann. Oh, fuck, 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 fuck. Na toll, hopp. Hopp. Hoppa. So, jetzt, Kralle, Finger weg. Ich bin dir über, du Monster. Ja. Yeah! Quäl dich, Quaid. Und sag tschüss, du komisches Alien. Und damit haben wir es geschafft. Die erste Tür, die wir vorhin schon am Anfang gesehen haben, hat sich reagiert. Und jetzt hören wir ihn erstmal voll abkratzen. Yay. Boah. Oh. Ey, da nochmal richtig schön Todesschrei abgelassen. Tja, tut mir leid, Quaid.
Ruhe in Frieden. Wie man es nimmt. Was mag ich denn da? So. Und ein neues Upgrade. Und ja! Speedbuster. Booster. Bei Diverses. Jetzt können wir umso geiler, schneller rennen. Und damit Wege und Türen kaputt machen. Euer heilen. Obwohl ich bin ja schon wieder voll. Oh, schon fast die ersten 100 Munis. Ich glaube, es gibt 220 Missiles. Oh, wie viel Container macht das? Einfach durch 5 rechnen. Macht ihr das mal, ich hab keine Lust. Hui! Bratz! Turbo Speed! Schnell hier auf! Keine Zeit hier! Yeah! Boom, boom, boom! So. Durch die Tür gerannt. Das musste auch sein. So, was jetzt? Eingefrozen! Okay, kann mir hier wieder eigentlich eine Treppe bauen. Ist ja auch cool. Treppe bauen und den Gegner eine reinhauen. So, hopp. So, was jetzt? Was ist hier? Hallo. Hier ist gar nichts. Ich will ja erstmal. Oh, schön, jetzt kann ich mir auch diesen. Wow, was zum. Oh nein. Aua, aua. Ah, Hilfe. Lavastrom. Oh. Verdammt, was soll das denn? Ah. Und wir haben 100 Missiles. Geil. Tschüss, Mann. Aber ihr merkt schon, oder? Dieses Spiel spielt sich relativ schnell durch. Ist auch ziemlich geil. Doch, mir macht es Spaß. In der Schule zu zocken hat echt funny gemacht. So, wow. Hui! Ja, genau. Man kann diesen Speed auch abbrechen, indem man sich duckt. Und dann kann man ein bisschen laufen und dann wieder A drücken, um richtig schön zoom, in irgendeine andere Richtung zu fliegen. So, speichern. So. Und ihr seht schon, rechts ist schon sehr verdächtig. Hier kann ich auch lang. Aber noch nicht ganz. Da brauche ich nämlich die Original Screw Attack. So. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Wir sind ja hier fertig. Hoffe auf dem Weg, ach ja, genau, hoffentlich nicht. Oh, ich scheiß Fliegen. Ah, kommt nicht zu nah, kommt nicht zu nah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, hau ab, hau ab. Oh, so. Ah, so, jetzt sind wir wieder hier. Guck mal einer an. Wie bekomme ich jetzt den nächsten Hinweis? Ah ja, ich glaube, ich weiß wie. Genau. Wartet mal ab. Erstmal holen wir uns hier diesen schönen. Ich hoffe, ich schaffe es auch gleich beim ersten Mal. Hoppa! Knacks! Ja, schön. Schön. So macht das Spielen doch Spaß. Ich liege den ganzen Tag im Gras. Nein, natürlich nicht. So, schön vierfachen Energiecontainer haben wir schon. Eigentlich 5. Nur 4 extra. So, hopp. Und jetzt hauen wir ab hier aus der Welt. Vorerst oder für immer? Das wird sich zeigen. Oh, erstmal wieder eine Sequenz. Da Quaid versagt hat, wird ein anderer entsandt, um uns aufzuhalten. Ein fieser Geselle. Der Anführer der Weltraumpiraten. Whitley. Oder Whitley. Manche nennen ihn auch einfach nur fieses Arschloch. Aber naja. Nennen wir ihn einfach mal rotäugiger schwarzer Drache. Von Joey Wheeler. Nein, okay. So, Mann, Freunde. Wir sind hier wieder in Brunstar. Und dann... Habt ihr mich gerade erschrocken, ihr Säcke? Ah, Käfer. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, nächster Hinweis. Wo muss ich lang, Kumpel? Aha. Schon wieder nach nicht fair. Und dann muss ich, oh mein Gott. Irgendwo hin, wo ich noch nicht weiß, wohin. Quoons. Aber ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich da hin muss. Nach no fair ist ja jetzt nicht so fair, aber... Ah, schön. Es geht doch voran, das Spiel ist so geil, es macht immer mehr Fun. Aber Metroid Prime 1 war auch richtig fett. Habe ich auch 100% durch. Also zweifach 100%, einmal 100% Gegner, einmal 100%, naja, Scan-Daten und einmal 100% Items. Ist das nicht schön? Kann man doch richtig angeben, oder? So. Aua. Ach. Höp. So, erstmal wieder frische Luft schnappen. Naja, okay, nee, Quatsch. Wir sind ja hier die ganze Zeit auf irgend so einen dicken Planeten. Hui.
So, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part genau wieder hier. Ich speichere erstmal nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part genau wieder hier. Ich renne nicht vor. Nein, ihr sollt schön miterleben, wie ich hier zocke. Vorne rein. Und ihr sollt auch nachvollziehen können, wenn ich wirklich 2 Stunden spiele oder unter 2 Stunden, um Samus nackt zu sehen. Also bis dann. Ciao.